Hallo Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Ankündigungsvideo für den Gear Everyday Carry Gear Stammtisch am 21. Oktober im Bogensporthotel Bad in Eisenbach. Das ist nämlich jetzt genau in 5 Wochen. Und da ist mir bei der Durchsicht meiner Equipment Gear Kiste noch eine gute Idee gekommen. Für alle, die vor Ort da sein werden, werde ich hier dieses Kistchen aufstellen mit, das sind einfach nur Zettel. Und jeder, der kommt und am Messerstammtisch dabei ist, schnappt sich hier so einen Zettel runter und schreibt seinen Namen drauf für den Fall, dass er bis zum Schluss da bleibt. Wenn er vorhat, früher zu gehen, schreibst du mir auch noch deine Postadresse mit drauf. Dann werde ich da noch ein Behältnis hinstellen und dann kannst du das zusammenfalten und da reinmachen. Das ist nämlich euer Everyday Carry Gear Stammtisch los. Also, wenn ihr da seid, Zettel schnappen gleich, dass ihr es nicht vergesst, Name drauf, wenn ihr früher gehen wollt, Postanschrift drauf und schmeißt es dann in den dort vorhandenen, werdet ihr mir irgendwie noch so einen Behälter da hinstellen. Und am Abend, wenn wir dann fertig sind mit allem drum und dran und sich der Stammtisch langsam dem Ende zuneigt, werden wir eine Verlosung machen, eine kleine Tombola für alle, die wo da waren, noch so als kleines Dankeschön. Die, wo noch da sind und gezogen werden, können ihren Preis gleich mitnehmen. Für die Leute, die schon weg sind, werde ich den Preis einfach mit der Post nachschicken. Das ist kein Thema. Habe ich mir jetzt mal vorab schon mal ein paar Sachen rausgesucht. Zum Beispiel werde ich verlosen hier diese fette Chatbeam-Prototypenlampe. Ist ein krasses Teil. Ich meine, die, wo vor Ort ja da sind, können sich das Zeug ja vorher anschauen. Oder wir können es ja anders machen. Achso, nee, das ist blöd, wenn jemand noch nicht da wäre. Sonst hätte ich gesagt, der Erste, wo gezogen wird, kann sich noch was raussuchen von dem, was da ist. Gut, machen wir vielleicht so. Wenn ich ziehe und der ist schon weg, okay. Kriegt er was übrig bleibt. Wenn er noch da ist, kann er sich was raussuchen. Also, das werden wir dann vor Ort sehen. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, da was abzustauben. Eine riesige Chatbeam-Lampe. Brutale Reichweite. Kein schönes Lichtbild, aber brutale Reichweite. Dann habe ich noch ein niegelnagelneue, fette 40 Watt Dronsmart Elements Mega Soundbox. Ne? Habe ich, glaube ich, schon mal vorgestellt, oder das Video kommt erst noch. Also, wer gern auf richtig fetten Dampf braucht für sein Handy. Oder hier hat mir mal Richie dagelassen. Auch ein Prototyp. Handmade. Eine wunderbare Messertasche. Handarbeit, made in Russland, innen drin Wildleder, außen glattes Leder für 8 Euro Gentleman Folder. Das ist natürlich auch ein cooler Preis. Handarbeit so eigentlich gar nicht zu bezahlen. Habe ich auch nur bekommen, weil es eben halt ein Prototyp war und ja, noch nicht in den Verkauf geht. Also hier ein exklusives Einzelstück, eine schöne Leder-Gentleman-Tasche, dann auch noch aus Russland bekommen. Ein russisches Fernglas 8x30, ja, ziemlich robust. Damit kannst du einmal durch Sibirien wandern. Das werden wir noch rausballern. Dann vom Flo, der hat gespendet, einen nigelnagelneuen VanQuest Pouch, einen VanQuest FTIM Husky Maximizer in Coyote, und den werden wir raushauen noch. Also da könnt ihr richtig geil organisieren da drin. Ne? Und mal schauen, vielleicht, wenn es geht ja noch 5 Wochen, da komme ich bestimmt noch über das ein oder andere Gear, das wir dann da mit raushauen können. Auf jeden Fall, wer vorbeikommt, verbringt erstens einen coolen Tag mit uns. Ich hoffe, ihr bringt genug Spielsachen von euch mit. Das ist nämlich keine Messe, wo schon mal was vorbereitet ist. Nämlich ihr, wo kommt, müsst Spielsachen mitbringen, damit wir was am Stammtisch zum Angucken haben. Und zum Quatschen und zum Fotografieren und Filmen und wieder gegenseitig anfixen. Und ich weiß, das wird mich wieder eine ganze Menge Geld kosten, weil ich bestimmt wieder ein paar Messer kaufen werde oder noch danach wieder Spaß habe, irgendwas anderes Neues zu entdecken. Auf jeden Fall werden wir einen Haufen Gear dabei haben, wir werden Spaß haben, wir werden gut essen. Hubert wird ein Buffet für uns vorbereiten, so ein eigenes All-You-Can-Eat-Buffet mit Fleisch und Beilagen. 15 Euro kostet das nur, könnt ihr euch die Wampe vollhauen, da reicht es auch noch, müsst erst am Dienstag wieder essen. Und wir werden noch eine kleine Tombola machen und da ein paar Preise raushauen. Also, alles, was ihr machen müsst, nehmt euch Zeit am 21. Oktober, wenn ihr hier so in der Nähe wohnt, Baden-Württemberg, oder mal sagt, komm, ich fahre da mal ein Stündchen dahin.
fahre ein Stündchen, bin ein paar Stunden da, fahre ein Stündchen heim. Wäre cool, 21. Oktober, Bogensporthotel Bad in Eisenbach. Ja, und dann, wenn ihr da seid, nicht vergessen, Los auszufüllen, könnt ihr dann abends vielleicht was gewinnen. Genau, das war's. Zweites Infovideo, mal schauen, vielleicht gibt es noch ein drittes, je nachdem, wenn es noch was zu berichten gibt. Okay, Freunde, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und ja, viel Spaß mit eurem Equipment. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja uns mal im Real Life am 21. Oktober in Eisenbach. Also, ciao, Freunde, macht's gut. Dann hier schon mal an alle Spender, schon mal ein recht herzliches Vergeltskott. Ne? Stefan, das war original von Tronsmart. Richie, das hat er mir mitgebracht, das hat ihm jemand aus Russland geschenkt. Flo, also ohne so coole Leute an der Hand wären solche Aktionen gar nicht möglich. Und an der Stelle schon mal recht herzliches Vergeltskott an Hubert, ne, dass ich den Saal haben kann und dass du für uns in die Küche stehst und ein geiles Buffet vorbereitest mit deinem Koch zusammen. Also, Freunde, wir sehen uns. Ciao.